Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Anschluss an Beratungen der Bundesregierung. Ich ersuche unseren Herrn Bundeskanzler um das erste Statement. Bitte schön. Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf heute wieder einmal diese Pressekonferenz mit einer guten Nachricht beginnen. Die Zahl der Neuansteckungen ist weiter in Österreich außerordentlich gering. Wir haben mittlerweile mehrere Bundesländer, wo es gar keine Neuansteckungen mehr gibt und in Summe eine Zahl im sehr niedrigen zweistelligen Bereich. Also ein guter Weg, auf dem sich unser Land befindet, und das ist auch die Basis dafür, dass wir die Wirtschaft wieder hochfahren können, dass wir schneller als andere wieder in Richtung Normalität zurückkehren können. Und das macht uns alle natürlich sehr, sehr froh, nachdem wir uns das gemeinsam nicht nur erarbeitet haben, sondern ja auch gemeinsam herbeigesehnt haben. Ganz besonders freut mich auch, dass diese niedrige Zahl der Neuinfizierten dazu führt, dass wir wie geplant Ende dieser Woche, nämlich am 15. Mai, die Gastronomie in Österreich wieder hochfahren können. Die Gastronomie ist Teil der österreichischen Seele, der österreichischen Identität. Sie macht unser Land aus, und gerade für die Gastronomie und den Tourismus ist natürlich dieses Coronavirus eine ganz besondere Herausforderung. Wir freuen uns, dass nicht nur das Wiederhochfahren der Gastronomie möglich ist, sondern wir sehen uns natürlich als Bundesregierung auch in der Verantwortung, so gut als möglich in dieser schwierigen Zeit zu helfen. Das tun wir zum einen durch die Hilfspakete für die Zeit der Schließung, wo zum einen die Gastronomie die Möglichkeit hatte, wie andere Branchen auch, auf Kurzarbeit zurückzugreifen und in der Zeit der Schließung auch 75% der Betriebskosten durch die Republik ersetzt werden. Wir wissen aber, dass es mit der Öffnung alleine noch nicht erledigt ist. Wir wissen aus anderen Ländern, dass der Konsum nicht sofort wieder auf 100% anspringt, und es gibt natürlich auch weiterhin daher eine schwierige Phase für Gastronomie, Wirtshäuser und den gesamten Bereich des Tourismus. Wir haben uns daher als Bundesregierung auch in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer auf ein Wirtshauspaket geeinigt. Ein Wirtshauspaket, das zum einen dazu beitragen soll, den Konsum anzukurbeln und zum zweiten die Wirtinnen und Wirte in unserem Land steuerlich entlasten soll. In Summe hat dieses Paket ein Volumen von 500 Millionen Euro und wird Maßnahmen umfassen, von der Senkung der Mehrwertsteuer auf antialkoholische Getränke bis hin zu einer Ausweitung der Pauschalierung, um insbesondere auch Gasthäuser, Wirtshäuser im ländlichen Raum zu unterstützen. Die Details wird die zuständige Ministerin noch erläutern. Ich möchte festhalten, sehr geehrte Damen und Herren, dass es natürlich neben der Gastronomie auch noch andere Gruppen gibt, die ganz besonders betroffen sind. Kulturschaffende, Veranstalter, der ganze Bereich des Tourismus und auch die Reisebüros. Für diese Gruppen wird es genauso wie für die Gastronomie natürlich auch möglichst zielgerichtete Lösungen und Unterstützungen geben, um nicht nur die Phase der Schließungen zu überstehen, sondern insbesondere auch die Monate danach zu überstehen, wo das Virus mitten in unserer Gesellschaft ist, wir wieder hochfahren, aber natürlich nicht sofort der Zustand wiederhergestellt werden kann, wie vor Ausbruch dieses Virus in Europa. Ich möchte Danke sagen dem Vizekanzler und Koalitionspartner, aber natürlich auch der zuständigen Ministerin Elisabeth Köstinger, dem Finanzminister Gernot Blümel und dem Präsidenten der Wirtschaftskammer für die gute und schnelle Zusammenarbeit in Erarbeitung dieses Gastronomiepakets. Es ist ein wichtiges Paket, um die Wirtshäuser in unserem Land zu unterstützen, um sicherzustellen, dass diese Betriebe möglichst gut durch die Krise kommen, um den Konsum anzukurbeln, aber auch um steuerliche Entlastungsmaßnahmen zu setzen für dieses ganz besonders herausfordernde Jahr 2020. Abschließend, sehr geehrte Damen und Herren, meine Bitte an alle Österreicherinnen und Österreicher: Konsumieren Sie, kaufen Sie möglichst regional und konsumieren Sie natürlich auch in den
österreichischen Wirtshäusern. Es ist wichtig, sich an die Regeln zu halten, die Sicherheitsmaßnahmen auch zu beachten, aber gleichzeitig zu konsumieren und so die österreichische Wirtschaft zu beleben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Herr Vizekanzler, bitte schön. Ja, danke auch, besonders für Ihr Interesse in aller gebotenen Knappheit. Ja, viele Betriebe in besonders hervorgehobenen Branchen, die Gastronomie ist so eine, sind ja unverschuldet in die Situation gekommen, schwere Verluste zu machen. Es ginge ja gar nicht anders. Und wozu wir beitragen wollen, ist mit den Gesamtpaketen, die angesprochen wurden, auch möglichst viele, möglichst alle Betriebe über diese Krise drüber zu bringen. Es sollen möglichst viele überstehen. Deshalb gibt es nach den allgemeinen Paketen, das geht ja von den Steuerstundungen über die angesprochene Kurzarbeit, aber auch über die Hilfspakete, speziell die Garantien und die Zuschüsse, die jetzt noch kommen werden, alles angesprochen worden. Trotzdem gibt es Branchen, die besonders betroffen sind und deshalb gibt es auch spezielle Pakete. Ich sage das deshalb, damit es zu keinen Eifersüchteleien kommt. Ich sage das so drastisch. Andere Gruppen sind auch stark betroffen. Sie wurden genannt. Da wird mit Hochdruck dran gearbeitet. Etwa die Veranstalter im Kultur-, aber auch im Sportbereich. Da sind sehr viele Arbeitsplätze damit verbunden, wenn man sich das genauer anschaut. Und auch andere Gemeinnützige, auch die sind im volkswirtschaftlichen Umsatzgetriebe ganz stark verankert, gerade in Österreich, auch mit entsprechenden Arbeitsplatzauswirkungen. Also daran wird gearbeitet. Und jetzt noch hier zu diesem Paket, die wirkliche Möglichkeit, die wir hier haben, besteht darin, hier ganz klar mit steuerlichen Maßnahmen in erster Linie, die ja noch ausgeführt werden, Erleichterungen zu schaffen. Manche sind begrenzt, manche werden länger gehen und auf die Art und Weise kann man auch unkompliziert unterstützen, weil an bestimmten Steuergesetzen kann man doch relativ gut drehen. Das ist manchmal einfacher, als die ganzen Milliardenpakete zu schnüren, um dann Auszahlungen zu generieren, die natürlich einerseits treffsicher sein sollen und gerecht und auch den finanziellen Spielraum des Bundes im Auge haben sollen und andererseits möglichst einfach und möglichst schnell. Ja, wir nehmen die Kritik daran in Einzelfällen ja zur Kenntnis und deshalb ist der Vorteil solcher Pakete, dass man das relativ rasch herbringt und tatsächlich war das ja eine sozusagen Verhandlungsaktion der letzten Tage und auch dafür möchte ich umgekehrt danken. Ich hatte es angesprochen, die Eigenverantwortung wird noch immer eine Rolle spielen. Ich plädiere dafür, das ist auch meine Rolle hier ja wohl immer wieder, dass diese Maßnahmen und Empfehlungen, die ja immer noch mit dem Aufsperren verbunden sind, auch befolgt werden oder eingehalten werden, weil was wir auf keinen Fall wollen, ist zu riskieren, leichtfertig zumindest eine zweite Welle zu bekommen, nämlich der Ansteckungen. Und das würde schon dazu führen, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass das eigentlich eine schrittweise Öffnung ist, auch in der Gastronomie, weil ja nicht alles gleich so sein wird wie vorher, wenn Sie an die Abstandsregelungen denken oder auch an die Mund-Nasen-Schutzpflicht beim Betreten und ähnliche Maßnahmen. Die würde ich doch ersuchen, dass sie eingehalten werden, weil wir uns dann leichter tun, unsere Ziele zu erreichen. Das ist auf keinen Fall zu einer zweiten Welle kommt, aber wir kommen sicher einen großen Schritt näher zur Gastlichkeit, die wir ja in Österreich sehr schätzen und dass das wirklich jetzt als ein Unterstützungspaket betrachtet werden darf und ich hoffe, es wird so funktionieren, dass die Wirtshäuser in Österreich alle hier einen Vorteil lukrieren sollen. Das ist genau die Absicht und eine Hilfe. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Gastronomieministerin Köstinger. Bitte schön. Ja, vielen Dank, geschätzte Damen und Herren. Die Vorbereitungen für das Aufsperren am 15. Mai laufen bereits auf Hochtouren. Wir haben ja letzte Woche auch eine Online-Wirtekonferenz mit rund 6.000 Teilnehmern aus ganz Österreich absolviert. Viele der Fragen, die dort gestellt wurden, haben natürlich auf der einen Seite die Rahmenbedingungen betroffen. 1.800 Fragen, die insgesamt eingelangt sind, aber vor allem auch die wirtschaftliche Perspektive und wirtschaftliche Zukunft unserer
Haubenlokale, unserer Dorfwirtshäuser, unserer Mostheurigen, unserer Kaffeehäuser beinhaltet. Es sind sehr viele Fragezeichen auf der einen Seite noch offen. Gleichzeitig versuchen wir aber gemeinsam auch als Bundesregierung dieses Wiederhochfahren, dieses Aufsperren so gut es geht zu begleiten und entsprechend auch erfolgreich zu machen. Die wirtschaftlichen Fragen, die wirtschaftliche Zukunft stehen vor allem für die Unternehmerinnen und Unternehmer an erster Stelle. Mehr Abstand bedeutet natürlich in vielerlei Hinsicht weniger Tische, bedeutet auch weniger Umsatz. Der Vizekanzler hat es bereits angesprochen, die letzten Wochen sind vor allem im Zeichen der Liquiditätssicherung unserer heimischen Betriebe gestanden, vor allem aber eben auch, was die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft, Stichwort Kurzarbeit. Jetzt geht es darum, klar für Entlastungen zu sorgen mit einem Wirtshauspaket, das ein Volumen von bis zu 500 Millionen Euro umfassen wird und das vor allem auf das gesamte Thema der Entlastung setzen wird. Wir haben in Österreich rund 41.000 betroffene Betriebe und nicht zu vergessen rund 145.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wirklich direkt auch von diesen Maßnahmen, von diesen Unterstützungen und Erleichterungen profitieren sollen. Ich darf mich ganz herzlich beim Finanzminister bedanken, mit dem wir gemeinsam dieses Paket entsprechend auch umsetzen können und das wirklich direkt entsprechend jetzt beim Aufsperren auch helfen und unterstützen soll. Was ist in diesem Paket enthalten? Zum einen senken wir die Umsatzsteuer auf alkoholfreie Getränke von 20% auf 10%. Das bedeutet, dass wir alle Umsatzsteuersätze der Konsumation, wo es möglich ist, auf einen Minimumsteuersatz senken. Für alkoholische Getränke ist das ja aufgrund von EU-Vorgaben nicht möglich. Aber dort, wo es möglich ist, wenden wir in Österreich ab jetzt den niedrigstmöglichen Steuersatz an. Das bedeutet aber vor allem auch, dass unsere Wirte, unsere Gastronomen die Getränkekarten gleich belassen sollen. Es waren ja in den letzten Wochen durchaus einige Diskussionen schon spürbar mit Sorge, dass entsprechend Preise auch steigen sollen. Mit dieser Maßnahme soll vor allem eben auch den Erträgen bei den Betrieben entsprechend unterstützt und geholfen werden. Des Weiteren heben wir die Obergrenze für pauschalierte Betriebe von derzeitig 255.000 Euro auf 400.000 Euro. Auch das ist eine spezielle Entlastung für Gastronomiebetriebe. Vor allem ist es aber eine spürbare Entlastung auch für Gasthäuser, für Wirtshäuser im ländlichen Raum. Die sind ja von dieser Corona-Krise mit auch sehr hart und schwer getroffen. Da war es in der Vergangenheit schon eine durchaus große Herausforderung, entsprechend auch zu Umsätzen und zu Gästen zu kommen. Hier wollen wir wirklich schnell und unbürokratisch auch helfen und vor allem eben auch eine spürbare Entbürokratisierung mit sich bringen. Dazu kommen weitere Erleichterungen bei den Teilpauschalen. Das betrifft auf der einen Seite die Mobilitätspauschale und die allgemeine Grundpauschale. Wir werden die Schaumweinsteuer senken, beziehungsweise generell abschaffen. Die ist ja seit 2014 in Österreich gültig. Ein Liter Schaumwein wird mit einem Euro besteuert. Hier heben wir auch eine Ungleichheit entgegen Importen auf. Auch das ist ja durchaus schon eine jahrelange Forderung. Die Einstellung von Aushilfskräften werden für die Gastronomie spürbar erleichtert. Auch das etwas, das wirklich für eine Entbürokratisierung auf der einen Seite sorgen soll und vor allem aber eben auch die Möglichkeit der Unterstützung in den Gastronomienbetrieben entsprechend auch verbessern soll. Wir werden Essensgutscheine für Mitarbeiter steuerlich weiter vergünstigen und Geschäftsessen in einem höheren Ausmaß steuerlich absetzbar machen. Das Gesamtvolumen dieses Paketes wird bei rund 500 Millionen Euro liegen, wird schnellstmöglich auch wirksam. Dadurch, dass es ja auch um Steuersenkungen geht, um Entbürokratisierungsmaßnahmen geht, wird jeder einzelne Betrieb das entsprechend auch sehr schnell spüren, ohne irgendwelche Anträge ausfüllen zu müssen oder Sonstiges. Das heißt, wir werden hier entsprechend für spürbare Erleichterung auch sorgen. Und an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön für die hervorragende Zusammenarbeit in den letzten Tagen. Vielen Dank, Herr Finanzminister Blümmel. Bitte sehr. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die
Vorausschau, die Prognosen für das Wirtschaftswachstum auf der ganzen Welt, in der Europäischen Union und auch für Österreich, sind höchst unsicher. Wenn man ihnen aber Glauben schenken möchte, zum Beispiel der Vorhersage der Kommission, dann dürfte Österreich ein wenig besser durch die Krise kommen als andere Länder, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir schneller und entschiedener gehandelt haben. Und das versetzt uns jetzt in die Lage, wieder schneller hochfahren zu können. Die Kommission meint in ihrer Prognose, dass Österreich Ende 2021 das zweitbeste Wirtschaftswachstum hinter Deutschland in der Europäischen Union haben wird. Ob wir dieses Ziel erreichen, das sage ich hier ganz bewusst, hängt aber auch von den Maßnahmen ab, die wir jetzt setzen. Maßnahmen, um möglichst viele Arbeitsplätze zu retten, möglichst viele Unternehmen vor der Insolvenz zu bewahren und den Unternehmen so zu helfen, dass sie besser durch die Krise kommen. Ein Teilbereich ist der schon genannte Fixkostenzuschuss, den wir auch letzte Woche finalisiert haben. Seit Wochenende liegt der bei der Europäischen Kommission zur Notifizierung. Ich hoffe, dass die Genehmigung sehr rasch kommen wird. Dann kann ab 20. Mai beantragt werden und auch wenige Tage später kann das erste Geld fließen. Zum Wirtshauspaket. Wir haben eine besondere Herausforderung bei der Gastronomie, nicht nur aufgrund der Schließungen, die vorgenommen werden mussten, um die Eindämmung des Virus zu erreichen, sondern auch aufgrund der Nachfrage, die, wie wir sehen, nur schleppend anspringt. Und deswegen eben dieses Wirtshauspaket mit einem Volumen von ca. 500 Millionen Euro. Nochmals die Maßnahmen im Detail. Einerseits die Senkung der Mehrwertsteuer auf nichtalkoholische Getränke. Das ist eine Entlastung von rund 200 Millionen Euro. Die Vereinfachung und Entlastung durch die höhere Pauschalierung, eben die Anhebung von 255.000 auf 400.000, eine Erhöhung des Grundpauschale von 10% auf 15% und der Mindestpauschale von 3.000 auf 6.000 Euro. Gesamtvolumen ca. 100 Millionen Euro. Darin enthalten ist auch eine Erhöhung der Mobilitätspauschale, die ist ja jetzt mit 2% veranschlagt. Die kann bis auf 6% ausgeweitet werden, je nach Einwohnergrenze der Ortschaft oder der Stadt, in der das Gasthaus steht. Essensgutscheine, ein wesentlicher Aspekt, die sind derzeit bei 4,4 Euro steuerfrei und können auf 8 Euro erhöht werden. Genauso auch wie die Lebensmittelgutscheine, die 1,1 Euro derzeit steuerfrei sind, auf 2 Euro. Das ist eine Höhe von insgesamt 150 Millionen Euro. Die Absetzbarkeit der Geschäftsessen ist schon angesprochen worden, ein Ausmaß von ca. 25 Millionen Euro. Und die Abschaffung der Schaumweinsteuer, ebenfalls ca. 25 Millionen Euro. Wenn ich Ihnen da zwei kurze Beispiele zum Abschluss geben darf. Ein Dorfgasthaus, das einen Umsatz von 115.000 Euro im Jahr hat, zahlt aktuell 3.670 Euro Steuern, mit diesen Maßnahmen nur mehr 871 Euro Steuern. Anderes Beispiel, ein Gasthaus mit 160.000 Euro Jahresumsatz zahlt derzeit Steuern von 6.260 Euro und künftig nur mehr 2.390 Euro. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Finanzminister. Herr Wirtschaftskammerpräsident Mara, bitte sehr. Vielen Dank. Der Herr Vizekanzler hat diese Frage des Verschuldens, des Unverschuldens seins an der Corona-Krise angesprochen. Kurz, also ich kenne kein einziges Unternehmen, das irgendwie verschuldeterweise jetzt in dieser misslichen Lage wäre und keinen einzigen Mitarbeiter und keine einzige Mitarbeiterin in so einem Unternehmen. Daher auch das gemeinsame Bemühen, den Betrieben, die eine ganz besondere Perspektive brauchen, weil sie noch immer leiden und eine Zeit lang leiden werden, und das werden die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dort auch sein, auch eine besondere Perspektive und eine besondere Unterstützung zu geben. Der Herr Bundeskanzler hat diese Branchen angesprochen, der Herr Vizekanzler auch. Das betrifft natürlich alles im Bereich des Tourismus. Das sind dort die Hotelbetriebe, vor allem solche, die vorwiegend internationale Gäste haben. Es sind unsere vielen Gastronomiebetriebe. Auch dort gibt es viele, die in den Städten viele internationale Gäste haben. Es sind die Reisebüros, die Reiseveranstalter, die Busunternehmen, die Veranstalter im Kunst-, im Kulturbereich, im Bereich der Messen, bei Großveranstaltungen, kleinen Events, die alle, so wie die Künstlerinnen und Künstler selber und andere kleinere Branchen, massiv betroffen sind und auch noch betroffen sein werden. Und ich bin daher dankbar, dass die Bundesregierung unserem intensiven gemeinsamen Bemühen nachkommt, jetzt Schritt für Schritt für jede dieser Branchen, die eine besondere Betroffenheit haben, auch eine besondere Unterstützung zukommen zu lassen. Das ist notwendig. Das haben sie nicht nur inhaltlich verdient, sondern ich glaube, es ist auch eine moralische Verpflichtung, die die öffentliche Hand hat, diesen besonderen Branchen, die zum Teil Herzstücke der österreichischen Wirtschaft sind, und der Tourismus ist ein ganz so ein besonderes Stück der österreichischen Wirtschaft, und die
Wirtshauskultur, im Besonderen die Gastronomie, ein nochmal ganz besonderer Teil. Und daher möchte ich Danke sagen, dass es uns gelungen ist, in sehr kurzer Zeit dieses dieses Wirtshauspaket zu schnüren. Es dient in Wirklichkeit auch dazu, jetzt, wenn aufgespeit wird, die Stimmung zu drehen. Und die Stimmung ist das Ein und Alles. Wirtschaft hat auch viel mit Psychologie zu tun. Das heißt, wir wollen natürlich, dass die Menschen wieder einkaufen gehen. Wir wollen natürlich, dass die Menschen auch wieder in der Gastronomie konsumieren. Denn es gilt, wer jetzt einkauft, wer jetzt konsumiert, wer jetzt sich selbst oder seinen Lieben etwas Gutes tut, der hilft dem Land, der hilft seiner Familie und letzten Endes auch sich selbst, weil er hilft auch seinem oder ihrem Job zu erhalten oder den Menschen auch wieder in die Beschäftigung zurückzukommen. Das ist das ganz Entscheidende. Damit geht es um eine gemeinsame Perspektive für die Wirtschaft und die vielen, vielen, vielen Menschen, die noch in der Arbeitslosigkeit verharren und die vielen, vielen Menschen, die in Kurzarbeit sind, die wir ja alle wieder in die Beschäftigung zurückbringen wollen. Können Sie das? Geben Sie auch wieder mehr Geld aus, springt der Wirtschaftsmotor auch wieder an. Also am Ende des Tages ist das Wirtshauspaket auch eine große Joboffensive, wenn man so will, Jobs sicherzustellen und gleichzeitig auch Jobs aus der Arbeitslosigkeit wieder in die normale Beschäftigung zu transformieren. Dafür bin ich dankbar, dafür dienen diese Entlastungsmaßnahmen für die Wirte selber, aber es sind natürlich auch Anreiz, Stichwort Essensgutscheine, Stichwort Absetzbarkeit von Essen, auch wieder mehr zu konsumieren. Und ich möchte nochmal abschließend festhalten, wir müssen alles dafür tun, dass wir die Wirtschaft wieder in Schwung bringen. Der Finanzminister wird sich als allererster darüber freuen, weil seine Steuereinnahmen auch wieder steigen, auch die Einnahmen in den Sozialversicherungen wieder steigen. Das muss unser gemeinsames Ziel sein, weil wir damit ja natürlich wieder alles andere im Bereich der öffentlichen Hand erhalten. Wir leisten dazu gerne unseren Beitrag und sind dankbar, dass viele unserer Anregungen angenommen wurden und freuen uns halt auf die kommenden Tage, wenn wir für die anderen besonders betroffenen Branchen eben solche Spezialpakete schnüren können. Die werden wir brauchen, damit die Stimmung dreht und damit am Ende des Tages auch wieder mehr Jobs gesichert werden und im Idealfall sogar aus der Krise heraus einige oder andere neu entstehen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Nun zu Ihren Fragen. Die Frau Tannhauser von ORF Zeit im Bild, bitteschön. Wenn ich das jetzt richtig zusammenzähle, dann geht es da bei dem Wirtshauspaket hauptsächlich um steuerliche Erleichterungen. Ist das so quasi auch eine Lehre aus anderen Hilfen, dass wenn man praktisch, wenn der Staat das selbst so quasi in die Hand nimmt und nicht, wie man gesehen hat bei Krediten, wo es Probleme gibt, dann schneller helfen kann, ist das auch ein Vorbild dann für weitere Maßnahmen in anderen Branchen? Und dann noch eine Frage zum Tourismus. Da ist es ja sehr unsicher, sowohl für die Betriebe, aber auch für Menschen, die Reisen gebucht haben. Wann kann man denn da erwarten, dass man weiß, wer nach Österreich fahren kann, wer woanders hinfahren kann? Es gibt ja auch für Reisebüros Unsicherheiten, wo gibt es Stornobedingungen, wo nicht. Also zunächst einmal zur ersten Frage. Es ist kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-Auch. Die steuerliche Entlastung allein bringt nichts, wenn Sie an mangelnder Liquidität im Unternehmen scheitern. Also es braucht natürlich die zielgerichteten Hilfen, es braucht aber auch Rahmenbedingungen, wie Unternehmen, in dem Fall Wirtshäuser, in diesem sicherlich schwierigen Jahr 2020 überleben können, wie dort Arbeitsplätze gesichert werden können und vielleicht sogar wieder neue Arbeitsplätze entstehen können. Insofern ist es ein Sowohl als auch. Und zum Zweiten, wir würden diese Klarheit natürlich gerne geben, aber wir sind abhängig von der Entwicklung in vielen anderen Ländern, die einfach nicht vorhersehbar ist. Schauen Sie sich die Entwicklung in Singapur, in Südkorea, in vielen anderen Ländern dieser Welt an, wo von heute auf morgen die Situation eine andere ist. Und insofern ist es schwierig, auch wenn sich das viele Menschen wünschen würden, heute zu sagen, ja, im August wird es in Italien so oder so sein. Das ist nicht nur schwierig, es ist eigentlich unmöglich. Was wir daher vorhaben, ist auf europäischer Ebene und auch in Österreich natürlich nach ganz klaren Kriterien vorzugehen. Eine Matrix auszuarbeiten, die vorgibt, in welchem Land ist die Situation wie gut oder wie schlecht und ist daher eine Grenzöffnung möglich oder nicht. Nachdem in Österreich die Situation eine ausgezeichnete ist, die Ansteckungszahlen deutlich schneller sinken als in vielen anderen Ländern, ist es sehr wahrscheinlich, dass viele andere Länder bereit sein werden, die Grenzen zu uns zu öffnen. Was den Tourismus betrifft, ist da natürlich Deutschland am allerrelevantesten und da sind wir auch in intensiven Gesprächen. Unser Ziel ist natürlich, dass die Grenze zu Deutschland wieder aufgeht.
Das ist wichtig für den österreichischen Tourismus, aber wichtig auch für den Binnenmarkt und den wirtschaftlichen Austausch in Summe. Dann sind die Zahlen ja zum Beispiel auch sehr gut. Gibt es da Verhandlungen, dass da so quasi auch ein Tourismusaustausch stattfindet? Es gibt mit allen Ländern Gespräche. Es ist aber nicht nur die Zahl der Neuinfizierten relevant, sondern natürlich auch die Zahl der durchgeführten Tests. Und insofern müssen Sie da vieles natürlich berücksichtigen. Es ist nicht nur eine Zahl, auf die wir da schauen können. Dankeschön. Frau Seifzenecker von ATV, bitte. Erste Frage, wie lang gelten diese Entlastungen und gilt das auch für die Nachgastronomie, beziehungsweise wie profitiert die Nachgastronomie davon? Und eine Frage an den Herrn Kogler. Ihr Parteikollege Georg Willi, also der Innsbrucker Bürgermeister, dem geht das ja alles zu langsam. Also der fordert, dass man Kulturveranstaltungen mit begrenztem Publikum jetzt schneller wieder öffnet oder auch die Ein-Person-pro-10-Quadratmeter-Regel findet den nicht mehr notwendig. Können Sie diesen Forderungen was abgewinnen? Da vielleicht beginnen. Zunächst einmal für die Nachgastronomie müssen wir spezielle Lösungen erarbeiten, weil die in einer anderen Situation sind als die Wirtshäuser. Die Wirtshäuser sperren am 15. Mai wieder auf und das Problem wird dort sein, dass der Umsatz nicht dem entsprechen wird, den sie vor einem Jahr hatten. Daher müssen wir mit Steuersenkungen, mit anderen Formen der Pauschalierung und anderen Maßnahmen dafür sorgen, dass es wirtschaftlich halbwegs möglich ist, diese Betriebe zu führen. Nachtgastronomie, andere Situation, weil die nach wie vor von Schließungen betroffen sind, da wird es spezielle Regelungen brauchen. Ja, wenn ich noch eine Ergänzung zuvor machen darf, was steuerliche versus andere Pakete betrifft, ist mir ein Anliegen mitzuteilen, dass ja nur diejenigen von steuerlichen Entlastungen profitieren, die überhaupt welche zahlen. Ja? Also den Härtefallfonds gegen steuerliche Entlastungen auszuspielen, wäre relativ sinnfrei, weil da sind ja großteils Leute drinnen, die ja von einer Steuerpflicht zwar erfasst sind, aber weil sie oft so wenig verdienen, immer schon ja fast gar keine Zahlen. Also auch Gemeinnützige sind zwar manchmal mit Steuernummer erfasst, aber zahlen eben auch keine Steuern und die sind uns ja auch ganz wichtig, wie wir hier gemeinsam angekündigt haben. Also das dazu. Zu der anderen Frage, was die, wenn Sie so wollen, Hochfahrpläne in anderen Sektoren betrifft, jetzt Bezug habend aber auf gesundheitspolitische Maßnahmen und nicht auf wirtschaftspolitische. Ja, wir denken ja gemeinsam darüber nach, wie wir das angehen können. Ich darf aber Erinnerung rufen, dass nicht nur in Österreich Ende März, Anfang April vor Ostern davon auszugehen war. Das haben auch wir gemacht. Ja. Dass bis 31. August sowieso fast nichts gehen wird. Und damit Großveranstaltungen sowieso nicht, das wird ja so bleiben. Also so Rockfestivals, dicht an dicht, nicht empfehlenswert. Ja. Und es wäre ja gerade die Saison dafür gewesen, na das nicht. Bei den anderen Maßnahmen denken wir natürlich intensiv nach. Ich füge aber nur hinzu, dass man immer die Gesundheitspolitik auch im Auge haben muss. Aber wenn man da, ich nehme das gerne auf mich, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, vielleicht nicht der Überbringer der freudigsten Botschaft ist. Umgekehrt aber bemühen wir uns, manches vorzuziehen. Es werden im Freien Quadratmeterregeln wahrscheinlich sinnlos werden. Die Debatte geht ja international in die Richtung, aber der Meterabstand, der wird wohl wichtig bleiben, erst recht, wenn es um Innenräume geht. Ja? Also das wollen wir mal nicht aus dem Auge lassen und innerhalb dieses Spektrums geht dann sehr viel. Wir sind ja da auch im Austausch mit den Landeshauptleuten, die sich hier mit engagieren in der Debatte und ich gehe davon aus, dass man das eine oder andere und das würde das Argument des Bürgermeisters von Innsbruck unterstützen, dass das eine oder andere mit gutem Willen einerseits aller Beteiligten, wenn man sich an die Maßnahmen, die dann trotzdem noch gelten halten, hier früher das eine oder andere ermöglichen kann. Es bleibt ja dabei, weil wir so erfolgreich waren in der gesundheitspolitischen Entwicklung, können wir jetzt sagen, so viel wie möglich zulassen und so wenig wie möglich einschränken und das kann dazu führen, dass es genau in diese Richtung geht. Ich bin Ihnen noch eine Antwort schuldig geblieben, Entschuldigung. Die Dauer der Maßnahmen, die Ausweitung der Pauschalierung ist eine dauerhafte Maßnahme, damit die Betriebe auch Planungssicherheit haben und vor allem, weil sie auch dazu beitragen soll, dass die Betriebe eine Perspektive haben, selbst wenn das Jahr heuer ein schlechtes ist, dass sie langfristig auch
einiges des Verlustes wieder hereinspielen können. Die anderen Maßnahmen wie die Senkung des Mehrwertsteuersatzes ist jetzt einmal für die zweite Jahreshälfte befristet, also für dieses Jahr vorgesehen. Dankeschön. Herr Patruel von Puls 4, bitte. Frau Bundesministerin, eine Frage, eine Nachfrage. Ich glaube, Sie haben Erleichterungen bei der Anstellung von Hilfskräften angesprochen. Können Sie das präzisieren, worin diese Erleichterungen genau bestehen werden? Und Herr Bundeskanzler, nochmal zum Thema Reisefreiheit. Sie waren hier am Freitag, glaube ich, relativ optimistisch und haben gesprochen von in einigen Wochen, eventuell gibt es eine Einigung mit Deutschland. Jetzt ist in Deutschland der Reproduktionsfaktor wieder gestiegen übers Wochenende. Sind Sie zum heutigen Zeitpunkt genauso optimistisch wie am Freitag und sagen, in einigen Wochen wird es da einen konkreten Plan geben? Ich bin da genauso optimistisch. Es gibt keine Garantie, aber ich bin nach wie vor optimistisch, denn auch in Deutschland sind die Ansteckungszahlen mittlerweile auf einem relativ niedrigen Niveau. Es stimmt, dass die Situation bei uns in Österreich eine noch bessere ist als in vielen anderen Ländern, aber auch in Deutschland gibt es eine sehr, sehr gute Entwicklung. Und je niedriger die Ansteckungszahlen werden, also die Zahl der Neuinfizierten tagtäglich, desto realistischer ist es natürlich auch, dass sich die Reproduktionszahl in Richtung 1 bewegt. Wenn Sie nur noch Ansteckungszahlen im einstelligen Bereich haben, naja, dann ist es, also dann müssen Sie de facto das Virus ganz auslöschen oder Sie finden sich damit ab, dass Sie in einer Größenordnung von 1 ungefähr bleiben. Also ich wäre jetzt noch nicht alarmistisch, was Deutschland betrifft. Und zu Ihrer zweiten Frage bezüglich der Wiedereinführung der Aushilfskräfte-Regelung. Derzeitig ist es ja so, dass Aushilfskräfte neben der geringfügigen Beschäftigung ein vollversicherungspflichtiges Dienstverhältnis im Sinne des ASVG entsprechend ausüben müssen. Jetzt sollen die Arbeitnehmer, die anderswo sozialversichert sind, eben auch in der Gastwirtschaft steuer- und sozialversicherungsfrei angestellt werden. Also das wird auf jeden Fall speziell auch für Betriebe, die jetzt keine Vollauslastung haben, sehr kurzfristig entsprechend auch kalkulieren müssen, eine sehr, sehr große Erleichterung sein. Dankeschön. Herr May, Servus TV. Herr Bundeskanzler, eine Nachfrage noch zur Nachgastronomie. Sie haben gesagt, da braucht es spezielle Lösungen. Jetzt haben wir auch in der Sendung immer wieder Gastronomen, die in dem Bereich tätig sind. Welche Perspektiven kann man denen geben? Vielleicht kann man spezielle Lösungen in 1, 2, 3 Punkten ein bisschen konkretisieren. Und meine zweite Frage, der Franz Allerberger ist im Profil zitiert worden, das Virus sei doch nicht so ansteckend, die Maskenpflicht vor allem draußen bei Baustellen und in der Gastronomie, also bei Schanigärten, sei übertrieben. Diese Aussagen, welchen Einfluss haben die für die Planung jetzt für die nächsten Wochen, vielleicht Monate? Also vielleicht einmal zur ersten Frage der Nachgastronomie, da arbeitet die zuständige Ministerin gemeinsam mit dem Finanzminister und mit uns natürlich auch an Konzepten, wie auch für die anderen betroffenen Branchen auch. Aber grundsätzlich wird es hier in eine ähnliche Richtung gehen wie zu Beginn beim Notfallfonds, also der Frage eines Ersatzes der Betriebskosten oder eines Teilersatzes der Betriebskosten in dieser Phase. Da wird gerade an einem genauen Paket gearbeitet. Darum bitte ich um Verständnis, dass wir das natürlich erst präsentieren werden, sobald es fertig ist. Und zu Ihrer ersten Frage, also dass es unterschiedliche Meinungen in der Wissenschaft gibt, das ist ja nichts Neues und ich glaube, das ist ja auch legitim und gut so. Insofern schauen wir uns einfach, glaube ich, an, wie sich die Situation in Österreich entwickelt, schauen wir uns an, wie sich die Situation in anderen Ländern entwickelt. Großbritannien hat gerade, wenn ich richtig informiert bin, den Shutdown bis Ende des Monats verlängert, also bis in den Juni hinein. Ich kann nur sagen, wir sind das erste Land in Europa, das dabei ist, gerade wieder hochzufahren. Also, ja. Dankeschön. Herr Karabacek, bitte von der APA. So, ich habe noch ein paar Fragen, wenn ich darf. Erste Frage, gibt es schon mehr Details zu den Urlaubsgutscheinen? Gibt es da schon irgendeine Entwicklung? So, die Frage, die nächste ist, wie profitieren eigentlich die Wirte, wenn Essensgutscheine höher absetzbar sind? Das ist eine Steuererleichterung für die Firmen. Es regt den Konsum an. Gut. Meine nächste Frage ist,
Werden diese Steuererleichterungen rückwirkend gelten, wenn sie dann beschlossen sind, oder müssen die Wirte jetzt die ersten Tage höhere und dann ab irgendwann die niedrigeren verrechnen? Es gilt mit dem Tag des Inkrafttretens und da ist der 1. Juli vorgesehen. Das heißt, von jetzt bis 1. Juli sind noch 20% zu verrechnen, wenn ich jetzt einen Punkt nehme und dann die niedrigere Steuer. Und in dem Kontext die Frage an Frau Minister Köstinger. Sie haben mir gesagt, die Wirte sollen ihre Preislisten nicht ändern. Heißt auf Deutsch, sie sollen diese Preiserleichterung nicht an die Kunden weitergeben, sondern es ist dezidiert als Einkommen für die Wirte gedacht. Genau. Durch die geringere Auslastung bzw. die höheren Abstände ist durchaus auch zu erwarten, dass die Umsätze geringer sind. Somit soll diese Maßnahme in erster Linie den Unternehmen, den Betrieben, den Lokalen dienen. Dann nächste Frage, ist diese ganze Paket von 500 Millionen Teil des 38 Milliarden Steuerpakets oder ist das was extra? Das fällt noch hinein, weil noch genügend Volumen da ist. Okay, das war hinfällig. Dann ist eine Frage an Herrn Sportminister Kogler. Nachdem die deutsche Bundesliga jetzt startet, wann glauben Sie, kann die österreichische Bundesliga starten? Ist das vielleicht schon im Mai möglich? Den Start der Liga und der Spiele und der Runden dort, das entscheidet ja die Bundesliga selber. Die haben dann natürlich ihre Spieltage und ihre, wenn Sie so wollen, auch Ablaufpläne. Wir von der Bundesregierung und beginnend beim Gesundheitsministerium gehen so vor, dass wir auch hier so viel wie möglich zulassen wollen. Und da schaut es, denke ich, ganz gut aus. Es sind intensive Gespräche. Ich habe mit der, nachdem ich ja gar nicht zuständig bin für diese Regelungen als Sportminister, aber sehr eingesetzt, hier zu vermitteln. Und ich darf berichten, dass heute noch Schlussgespräche stattfinden. Am Freitag wurde das intensiv abgehandelt. Und ich gehe davon aus, dass wir hier zu einer Lösung in dieser Woche vielleicht schon bis Mittwoch kommen und das dann mit einem gewissen, also so viel verstehe ich ja wieder vom Fußball dann, aber aus anderen Gründen, dass dann begonnen werden kann, nicht sofort, sondern die haben ja dann das Mannschaftstraining erst, das wird ja jetzt dann zugelassen im Übrigen mit dem Hochfahren am 15. Mai und die haben dann die Möglichkeit, das selbst zu entscheiden. Ich würde also prognostizieren, wenn man da in einen Spielmodus kommen will, der auch noch die ganzen Spezifika einer Fußball-Bundesliga berücksichtigt, auch mit den Terminen hinten raus, dann würde ich meinen Ende Mai, Anfang Juni. Aber das muss wirklich die Liga selber entscheiden und wir sind ja intensiv in Kontakt einerseits mit der Fußball-Bundesliga und den Vertretern dort, die sich ja auch immer noch abstimmen müssen, weil offen gestanden, die haben auch nicht alle das gleiche Interesse, aber das ist jetzt wirklich Sportpolitik, da dürfen Sie jetzt spekulieren, wer welche Rolle einnimmt dort und zum anderen sind wir mit dem ÖFB intensiv in Kontakt und ich hoffe, dass wir morgen, übermorgen schon zu einem endgültigen Ergebnis kommen. Die neuen Landeshauptleute warten in einer Videokonferenz auf den Herrn Bundeskanzler und auf den Herrn Vizekanzler. Wir müssen daher jetzt leider schon zum Schluss kommen. Bitte um Ihr Verständnis. Danke den Vertretern der Bundesregierung und Ihnen danke fürs Kommen und für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.